Hallo zusammen und willkommen zu unserem QR-Code-Encoding-Projekt in Whetstone, Folge 2. Im letzten Mal haben wir angeschaut, wie wir das Display von Grund auf aufbauen, und heute schauen wir uns die Funktionsmuster an. Ich habe sie ein bisschen farblich hervorgehoben. Dunkelblau steht für schwarz, hellblau steht für weiß. Wir finden hier mehrere Funktionsmuster. Sie sind bei allen Codes dieser Größe genau gleich. Wenn er größer wird, dann verändert sich die ein wenig, aber sie sind grundsätzlich alle immer gleich. Wir haben Finder Patterns, das sind die drei Stück in den Ecken. Die vierte Ecke bleibt leer. Und das erlaubt es uns oder dem Lesegerät zu erkennen, wie der Code ausgerichtet ist. Sie sind 7x7 Blöcke und haben eine weiße Umrandung, wo ein Modul breit ist, damit es ein bisschen klar abgegrenzt ist gegenüber des Rest des Codes. So, gut, wir finden auch noch so Timing Patterns. Wir haben hier jetzt bei dieser Version 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Und natürlich auch hier 1, 2, 3, 4, 5. Bei der Version 1, die 4 Blöcke kleiner ist, wären dann noch 3 zu finden. Bei Version 3, die dann 4 Blöcke größer ist, finden wir dementsprechend 7. Und so weiter und so fort. Geht ja bis Version 40, das sind 177 mal 177 Blöcke. Machen wir nicht genau jetzt. Nein, nein, nein. Da können wir auch mega viele Daten unterbringen. Für diese Größe habe ich mich entschieden, weil man hier genügend Daten unterkriegt, um einen Link zu generieren auf eine Website. Aber seid immer vorsichtig mit QR-Codes, da könnten auch Excel-Dateien drin versteckt sein, wo dann ein Virus enthalten und euch ja das System kaputt machen. Gut. Wir haben dann auch noch so Ausrichtungsplatten oder Patterns. Bei Version 2 finden Oh, Entschuldigung. Bei Version 2 finden wir ein Stück. Das ist hier ausgerichtet an der Position. Es ist immer an derselben Position bei Version 2. Also 4 Blöcke hier, 4 Blöcke da. Und dann ist es 5x5 Blöcke groß. Hat einen schwarzen Punkt in der Mitte, einen weißen Kreis und nochmals einen schwarzen Kreis. Die sind dafür da, weil je größer der Code wird, umso schwieriger wird, wenn er jetzt von der Seite oder auf unebenen Flächen fotografiert wird, weil so vom Blickwinkel verhält sich ja diese Seitenlänge anders als die Seitenlänge da hinten. Jetzt bei diesem kleinen Code im Verhältnis minimal, bei relativ großen Codes braucht es dann mehrere so Dinger, damit der dann von A bis Z weiß, wie sich jetzt das Ding verhält auf einer gekrümmten Oberfläche oder vor einem schrägen Winkel, wenn man es fotografiert. Gut. Genug erklärt, kommen wir zur Technik. Ich könnte es jetzt so die Dinger hier so reinprägen, dass sie immer da sind. Finde ich, ehrlich, bin mäßig spannend. Ich möchte gerne, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist oder kein Code darstellt, dass alles weiß ist. Und erst dann alle Muster entstehen, wenn man den Bildschirm aktiviert. So, gut. Ich werde dazu, habe ich mir natürlich im Vorhinein Gedanken darüber gemacht, ich werde dazu eine ganz einfache Sache machen. Und zwar einfach ein Fackelturm. Und das werde ich jetzt natürlich ein bisschen so ziehen. Gut, ich würde sagen, wir stacken das gerade. Ich glaube 25 von der Position, wo ich es jetzt genommen habe, damit wir hier genügend hoch sind. Ja, da kann ich den wegmachen. Und jetzt stacken wir das Ganze nach. Ah, warte mal. Möchte hier. Von hier bis da. Und dann gehen wir mal 24 nach hinten. Genau.
Das ist wunderbar. Das sieht gut aus. Und dann würde ich jetzt gerne für die Ansteuerung, würde sagen, ich mache es einfach ein auf Primitiv und ich werde es so machen. Gehen wir auf Stufe 2, weil wir ja hier pro Modul zwei Fackeln haben, haben wir zwei Verzögerungen. Das möchte ich gerne hier nach hinten pro Modul auch zwei Verzögerungen. Gut, wo ist meine Zauberaxt wieder hin? So, hier. Und dann stacken wir das auch 24 Mal. Wunderbar. Gut, und jetzt resetten wir das Bildschirmlein. Also zu erwähnen ist noch, weil das Konstrukt halt vom Blink her erzeugt ja einen kurzen Bar-Switch nach unten. Stört aber nicht, weil es nur ein kurzer Blink ist und dann ist die Sache wieder erledigt. Wenn wir aber so eng aufeinander sind und dabei Gefahr laufen, ist ja logisch, dass wir so ein das Element und das hier zur selben Zeit auslösen, kann es uns hier die Pixel zerschießen. Kann Fehler geben. Darum ist es eigentlich noch recht cool, wenn wir so eine zeitliche Abstimmung haben. Jetzt schauen wir gerade mal an, wie es ausschaut, wenn wir es aktivieren. Und es sieht unheimlich fancy aus. Es sieht mega geil aus. Kann man sagen, was man will, aber das sieht absolut aus. Gut, ich kann auch wieder ausschalten. So. Und das Ding ist gelöscht. Wunderbar. Gut. Ich bin gerade am Überlegen, ist das alles so fein? Ich würde sagen, ja. Gut. Jetzt ist so, jetzt wollen wir natürlich noch früher oder später hier dieses Muster einprägen. Und dieses Muster ist ja immer gleich. Bedeutet so viel wie, wir können es ja fest verdrahten, ohne Verkabelung. Wir brauchen dann nur bei den übrigen Anschlüsse und bei den Rest nicht. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich würde gerne hier, ich mache es gerade farblich so, wie wir es jetzt vorbereitet haben, dunkelblau für schwarz. Und dann, jetzt haben wir noch die invertierte Version. Hier ist das Signal an und bedeutet weiß. Wir wollen am Schluss aushaben, dann wäre es schwarz. Das heißt, wir machen es einfach so. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Aber dann muss ich mir hier, dann muss es so, weil ich möchte es ja so haben. Ich möchte es ja so haben, dass es invertiert ist. Genau darum muss es so sein. Jetzt mache ich es aber hier auch noch blau. Jetzt einfach mit der Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. So. Wir resetten mal kurz den Bildschirm. So, ist alles weiß. Wir schalten ihn ein. Jetzt dauert es halt einen Moment. Jetzt wäre es Pix. Eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Das gefällt mir gar nicht. Ich würde doch meinen, dass es vielleicht doch besser wäre, das invertiert anzugehen. Ja, es wäre besser, das Ganze invertiert anzugehen. So, dann aber, dann mache ich alle invertiert, außer die blauen. Und die weißen invertiere ich.
Jetzt mache ich es gerade so. Ich mache zuerst die weißen. Tut mir leid für die Verzögerung. Dann mache ich hier eine Fackel hin. Und ich mache hier entsprechend dann den Input. Dann wollen wir natürlich das hier gerade mal durchstecken. So. Gut, und dann machen wir hier blau. So. Genau. Jetzt tun wir das resetten und jetzt aktivieren wir den Bildschirm. Und jetzt sollte alles weiß bleiben. Und das eine Pixel kommt, weil wir das eine Pixel jetzt haben. So, wunderbar. Gut. Ich werde jetzt kurz eine Pause ein, also Pause schmeißen. Für euch eine Pause und ich werde kurz alle blauen Pixelchen markieren. So, Augenblick. So, alle markiert. Gut, kurzum zur Systematik. Signale werden für diesen Observer invertiert, damit wir hier grundsätzlich eine weiße Fläche haben, wenn sie nicht aktiviert ist. Dann die, wo schwarz werden, haben hier einfach keine Fackel, auch keinen Anschluss. Und die, wo weiß werden, also weiß bleiben, haben hier eine Fackel, damit hier Strom drauf bleibt, wenn wir hier aktivieren, dass hier nichts verändert. So, die hellblauen Dinger, die brauchen keinen Anschluss, weil die sind ja immer an derselben Stelle und werden ja immer beim Aktivieren aktiviert oder deaktiviert. Es geht ja darum, dass wir einen Bildschirm haben, der immer weiß ist. Und wenn wir ihn aktivieren, dann schreibt uns hier unser Funktionsmuster rein. 1a. Gut, ich habe euch noch unterschlagen, das eine Pixelchen, aber ich werde es dann bei der nächsten Folge zu Beginn erwähnen. Es gehört eigentlich zum Funktionsmuster. Aber weil das Funktionsmuster 31 Pixel hat, ist das eine hier immer auf schwarz. Ich werde es dann nachher erwähnen. Dafür kommen ja dann nächstes Mal zum Funktionsmuster. So. Funktion. Formatinformation. Ich sage es wieder falsch. Gut. Vergesst einfach die 20 Sekunden, die ich jetzt gelabert habe. Gut, ich würde sagen, das waren die Funktionsmuster. Ich werde dann das eine Pixelchen nachher nochmals erwähnen, speziell, weil es ist immer die Frage, wo es eigentlich hingehört. Ich würde sagen, es gehört zu einer Funktion, weil es immer da ist, obwohl es eigentlich keine Funktion hat. Es ist sozusagen einfach ein schwarzer Platzhalter. Hätte auch gerade so gut weiß sein können. So. Gut. Es gibt eigentlich hier nichts zu melden, gerade aktuell. Alle Pixelchen, die noch anzustören sind, haben jetzt noch ein Kabel. Alle Pixelchen, die jetzt geschlossen sind, haben wir erledigt. So, gut. Dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Von den Dingen, die ich hörte, ist mir eines geblieben. Wir gehören zusammen, wie die drei und die sieben.